So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe. Jetzt machen wir erstmal Streichle den Gefährten eines Teammitglieds. Ist eigentlich ziemlich simpel zu erklären. Dafür müsst ihr definitiv in Spind gehen und euer Rückenaccessoire. Ich habe ja noch nicht so viele, weil ich erst mit Season 10 angefangen habe, extra wegen YouTube. Ihr müsst auf jeden Fall ein Rückenaccessoire haben, wo ein Tier mit drin ist. Weil ansonsten kann der andere euch halt nicht, sag schon, das Tier streicheln. Aber wichtig, ganz wichtig für einen selbst ist halt, dass der Mitspieler auch ein Tier hinten drin hat. Also darauf müsst ihr halt achten. So, wir machen das Ganze im Duo-Modus. Mit dabei ist mein Sohn. So, wir gehen auch direkt schon rein. Dann muss ich natürlich erstmal wieder sagen, für noch einen Abonnenten mehr. Wir kommen auf die 140 langsam zu. Was auch bedeutet, die 14. Zahl kommt hinzu, dann fehlen eigentlich nur noch zwei, heißt es sind nur noch 99 Optionen. Ich habe auch eben nochmal geguckt, der Code wurde noch nicht geknackt. Wenn du wissen willst, wie du den Code knacken kannst, einfach in der Videobeschreibung gucken, da habe ich extra ein Video zugemacht. Einmal wer ich bin, was ich so vorhabe auf YouTube und natürlich wie du das, sag schon, den Code knacken kannst. So, und wenn ich dir schon mehrmals helfen konnte, dann wird es langsam Zeit zum Abonnieren. Und für die alten Hasen unter euch, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist. Like-Zeit, Kommentierzeit. Genau. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann hau jetzt dein Abo raus. So, dann hoffen wir mal, dass die Aufgabe, denke ich mal, ist simpel. Mein Sohn weiß schon, wie es geht, ich noch nicht. Mal gucken, ob es jetzt so klappt, wie er gesagt hat. Nee, das klappt so nicht. Doch. So, wo bist du? Ah, da bist du. So, ich muss einfach hinter dich. Ah, wie ihr seht, der heißt jetzt Kuzun. Warte, die Zeit ist gleich rum. Einfach Viereck und schon habt ihr es geschafft. So, ja, machen wir gleich, wenn ich gelandet bin. So, wir haben gleichzeitig noch die Saufpack-Aufgabe am Laufen, aber dazu habe ich ja ein extra Video gemacht. Von daher würde ich sagen, machen wir hier eine schnelle Runde. Das ist echt fatal. Fatal fliege ich aber hinten hin, gell? Ich gehe dann zum Haus. Ja. Also hinten hin. Nicht an die komische Hütte da. Die Scheune ist zu groß. Ich fliege immer ans Haus, oder? Wenn da einer schon landet, hinter das Haus. Weil da gehe ich hin, wenn da niemand landet. Ja, das meinte ich ja. Weil alleine sind wir schon mal nicht, kann aber sein, dass die Lucky landen. Zwei dann auf jeden Fall Lucky. Ja, das sind drei, vier. Nee, die gehen alle Lucky fast. Oh wei. Boah. Ich würde sagen, wir gehen zurück an die andere Scheune. Geht nicht. An die andere Scheune. Geht Oh, du nicht. bist schon gelandet. Scheiße. Oben an die Spitzhacken-Duell. Oh, da ist noch eine Waffe. Gegner bei mir. Hast du ihn? Ja. Hier kommt noch einer. Wo denn? Ja. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Drei Kills. Läuft bei mir. Du gehst natürlich an den Automat von mir, klar. Nein. Achso, aber da steht einer. Ja, ich muss erstmal gucken, wie überhaupt man Loot zusammenkriegen. Schulden, Biggie. Ja, mache ich. Es waren ja nur in Anführungszeichen die zwei Teams. Der eine wurde gespitzhackt oben. Aber oben hatte einer noch ein Sturmgewehr. Und der hatte dann ein Sturmgewehr. Hey! So, ich gehe gerade in die andere Scheune. Vielleicht sind auch so Decks. Achso, ich muss hier noch anrücken. Also Tier. Ja. Ich mach das hier gleich. Danach. Ab. Hast du? Ja. Hab auch ein Netz. Auch ein Netz. Guck gerade, ob hier in einem kleinen Waldstück was ist. Kann vielleicht eine Kiste sein.
Hier ist noch eine grüne Eier. Ja, ich hol die. Warte, warte, ich bring mir die andere. Ja, komm. Danke. Ja, in der Zone sind wir sowieso. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier hinten alles. Ja. Aber trotzdem gehen wir erstmal. Vielleicht ist hier noch einer. Ja. Ganz entspannt. Was ist denn hier mit der Nana? Willst du meine Pump haben, die Lila, ne? Ne, ich hol lieber hier die Pump. Ah. Oh. Ich hol die Pump ab. Ah, hier muss doch mal irgendwas sein, was mir irgendwie mal Blue Life gibt. Ich kann den ja, du brauchst den selber. Wäre auch mal gut, wenn du den nehmen würdest. Soll ich die Handkanone holen? Ja, hol euch. Weil manchmal kann ich ja mit ihm gehen. Manchmal. Hast du Sniper, Mann? Nein. Du brauchst jetzt keinen Sniper. Doch. Nein, sind noch nicht im Endgame. Ich weiß halt nicht, ob ich das Medikit schon nehmen soll. Komm, wir sind hier noch nicht fertig mit Looten. Wegen 30 Leben das Medikit auflösen. Nicht tun. Hm? Ich würde nicht das Medikit holen. Schon. Ja, wenn wir tot sind, bringt mir das Medikit auch nichts mehr, gell? Ja. Ja. So, wir gehen auf die Scheune. Ja. Ach, wo ist denn hier die Kiste? So, du hast ihn. Ja, ich habe ja nur einen, deshalb. Am Automat warst du jetzt eben nicht, gell? Ja. Auch wenn die Banner ist. Hier ist noch eine Pumpgun. Ja, ich hab meine blaue. Weil hier ist noch eine. Also die Schrotflinte. Ah, braucht doch mal Zeit, ey. Hast du? So. Ja, ich brauch den. Ich hab gedacht, du hast auch was. Hast du jetzt durchgeguckt? Ach stimmt, wir haben noch gar kein Saufpack gefunden, gell? Fällt mir gerade mal so ein. Hier war aber auch keins. Ich guck mal gerade, ob hier unten eine Kiste ist. Ja, ist. Bitte Saufpacks. Ja. Yes. Na komm. Ich glaube, ich bin hinter dir. Ich muss den machen. Noch eins. Warte mal. Hä? Bei mir hat nichts gebracht. Dann hast du es wahrscheinlich schon fertig. So, das ist halt jetzt die Frage. Bleiben wir erstmal hier. Und gammeln und warten, bis einer kommt. Weil safe kommt irgendeiner von der Seite oder so. Und ich sehe gerade, wir haben die 140 Abonnenten erreicht. Was? 140 Abonnenten. So, dann werde ich gleich in dem Video auch noch die Zahl eintragen. Das ging auch. Ja. Ich brauche jetzt keine Metz mehr. Ich habe jetzt 700. 700. Ja, die Frage ist halt, wo wir hingehen. Aber das wird eh jetzt entscheiden, wenn die. Die könnten Gegner sein. Ich würde gerne wissen, wo die nächste Zone ist. Ja, wissen wir in 5 Sekunden. Zwei.
was mir dazu fatal. Ich hätte schon gerne irgendwas zum Sniper dabei. Das lasse ich nicht. Ich hab das früher schon. Als Fortnite rauskam, hier drüben ist noch eine Kiste. Das Problem ist halt immer, wenn ich deine Schritte höre, ich denke dann immer, das ist ein Gegner. Ja, lass uns lieber mit der Zone gehen. Ah, okay. Vor uns wurde gebaut. Danke. Die sind auch noch da. Die sind noch da. Hast du einen Sniper? Nee, aber lass uns aufs Dach gehen. Die kommen eh hier hin. Die laufen da. Beide. Direkt vor mir. Da hinten ist auch da. Da wo ich hinguck. Ja. Ah, dem einen habe ich trotzdem einen 54er Shot schon gegeben. Ja. Boah, warum treffen die mich denn immer so perfekt? Kannst du Mini mehr sehen? Ja, hier ist gerade schlecht. Warte. Lass abhauen. Lass uns einfach in die Zone abhauen. Ich mache so viel Ärger. Oder ja. Sollen wir da kurz... Hier müssen wir hin uns bauen. Ich baue mir kurz hier eine Einwander. Na, die sind schon bei uns. Die sind gut. Die waren richtig gut, die von zwei. Hinten waren aber noch welche. Was? Ah. Wir haben uns da hinten gesniped. Ah, toll. Ja, ich habe die Wände auch nicht gemacht. Guck mal kurz. Ja, ich will so wissen, wer hier besser ist. Ja, ich guck grad John Wick zu, der zweite ist. Ach, die zwei wieder. Letztens hatte ich auch einen Menschen, Männlein und Weiblein. Fußballkanzler? Ja. So, wie ihr gesehen habt, habt ihr gesehen, wie das geht mit dem Gefährten streicheln. Einfach hinter den Mitspieler gehen, dann Viereck und dann könnt ihr den streicheln. So, in dem Sinne würde ich sagen, die nächste Zahl ist die Nummer 0. Trag's auch schon direkt ein. Und in dem Sinne viel Spaß beim Rumprobieren und haut rein.